bewegen wir uns mal weiter ins Ork-Gebiet hinein. Es wird nicht gesund, das ist jetzt schon, aber bitte. Wir wollen Shizutsadas, wir wollen hier raus. Nicht wahr, Henry? Oh, gut. Ziemlich abgewackte Gegend hier. Ich meine, alles kaputt und so. Oh, eine Hängebrücke. Komm, schütze nicht ein. Oh, ein Ork. Was für ein Ork? Ein Orkjäger. Oh, schwächste Sorte. Ach, die greife ich in Nahkampf an. Vor einem Orkjäger habe ich keine Angst. Aha. Das war ja wohl nichts, du Orkjäger, du. Du hast mir kaum Schaden gemacht. Oh, das alte Lager. Wie es matt wohl geht. Ob die Erzbarone schon gestürzt hat? Wer weiß das schon so genau? Oh. Oh. Danke. Dann schauen wir uns nochmal weiter um. Ah, da ist der Turm. Wir sind nicht weit entfernt. Er ist auf diesem Berg hier runter. Hoffentlich haben wir uns Begegnung mit noch mehr Orks erspart. Mal schauen. Was haben wir hier denn? Hm? Ist hier noch irgendwas? Bluthund, komm her. Obwohl, nee, ihn ärgert mich immer so. Pyrokinese. Ich hab Kugel über deinen Hirn, das macht mehr Spaß. Da können sie sich nicht wehren. Hört sich nur gegen einen Gegner, aber der ist hilflos, ausgeliefert. Ich brauche dringend mehr Mana. Gut. Eben noch ausweiten. Die vier Zähne, man weiß ja nie. Oh, eine Höhle. Interessant. Was haben wir hier denn? Hm. Nichts. Toll. Dumme Höhle. Muss jemand hier gewesen sein. Oder jemand da gewesen sein, der etwas abgelegen haben könnte. Jemand durch die Buschen stirbt. Egal. Es ist alle Lage von hier ist richtig friedlich aus, aber ich glaube, es ist das da gerade nicht der friedlichste Ort, den man sein kann. Ich muss gerade aufpassen, dass ich über eine Kante fliege. Weil runterfallen ist der Fallschaden ist tödlich, was eigentlich passieren kann hier. Ich bin ein bisschen vorsichtig, ich glaube gerade ausspringen kann ich wohl. Wah. Gut. Ja. Oh. Da unten sind glaube ich Ork-Krieger. Ja, Ork-Kämpfer. Oh, über Feuersprung. Da kommt nämlich noch einer. Wow. Der andere hat mich einfach abgekriegt. Sauerei. Oh, die krieg auch schon super. Leicht platt. Na gut, dann. Ich hab nichts gesagt von wegen böse Ork oder so. Gut. Und da ist noch einer. Oh, noch ein paar mehr. Warum auch immer er da festhängt. Ist mir relativ egal, wenn der andere mitbrennt. Okay, ich bin schon mal ziemlich gefährlich, wenn ich diese Orks einfach so niederschnitzel. Ork-Kämpfer. Na. Mal gucken. Gehen wir mal hier lang. Okay, wir nähern uns den Turm. Was sind das? Ah, ich ahne, was es sind. Razor. Genau. Stärkere Snapper. Na super. Und die sind wirklich stark, wie ich gerade merke.
Verdammt, ich kann nicht auswählen. Okay, ich hau ab. Das ist zu gefährlich. Lass mich in Ruhe. Ich bin nicht lecker, ich blute nur. Nicht der Blutgruber folgen. Nein, nicht tun. Genau, knurrt blöd herum. Dann habe ich euch auch lieb. Und ich bewege mich mal weg von euch. Genau. Ihr dackelt weg. Ich heile mich. Geht zum Gegenangriff über. Mensch, seid ihr doof. Muss ich nur so kriegen, dass ich... Ah, vielleicht kann ich, wenn ich hier oben schieße. Ich meine, schmeiße. Cool. Cool, da ist unten ein Kreis. Yay. Cooler Razor. Wo bist du? Wo bist du? Ist er gestorben? Da unten ist ein Orkjäger. Vielleicht nicht mehr. Entschuldigung, ich glaube, die Kommentare gerade abgelesen, nicht sehr geistreich, aber... vielleicht ist auch wieder heute nicht mein Tag. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Hier ist ein Baum. Sieht sehr kantig aus. Toll, eine Blutspur. Ich folge ihr mal. Ach nee, ist meine eigene. Feuersturm. Diese anderen Razors will ich auch noch platt kriegen. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Wie kommst du wieder dahin? Ne? Egal. An der Wand fest, dass wir keinen hinten ausweichen. Wunderbar. Ich weiß, ich habe wunderbar gesagt. Ist mir egal. Irgendwann hat man mal geschrieben, ich sage immer wunderbar. Ich mag es halt sagen, wunderbar. Oh. Was hast du denn gemacht? Rumbluten. Das macht man doch nicht. Die arme Putzfrau. Muss der ganze Game Master wieder hier vorbeischrubbern. Das geht ja gar nicht. Beiß ab, wenn ich habe ich keine Angst. Da schnibbel ich doch mit links. Und die haben sogar schön viele Sachen zum Mitnehmen. Das stört mich nämlich überhaupt nicht. Gut, dann schauen wir doch mal, was wir hier noch so auftreiben können. Da oben scheint ein Pfad lang zu führen. Zum Turm. Dann wollen wir noch mal schauen, ob wir Kontakt mit Xardas aufnehmen können. Wir sind nicht einfacher Bote, wir sind der Templer. So ähnlich. Wir sind der Henry. Genau, sind noch mächtiger. Okay. Oh mein Gott. Ist jetzt auch mächtig. Der eine ist abgefackelt durch die Luftwelle. Ach ja, wie ich den Zauber mag. Wo ich erst recht spät, als ich vorher mal gespielt habe, erst richtig kennengelernt habe, um zu schätzen. Der ist richtig geil. Muss ich wirklich sagen. Hm. Eine Höhle? Tatsache, eine Höhle. Was haben wir hier denn drin? Ab sofort immer jede Höhle suchen. Es könnte ja ein Schattenläufer drin sein. Oh mein Gott, es ist kein Schattenläufer drin. Wie langweilig. Nicht, dass jemand behauptet, ich würde alles wissen und jeden Winkel der Welt kennen. Ich kenne ca. 80% auswendig. Gut, Trank, eine alte Axt brauche ich glaube ich nicht. Eine alte Streitaxt, na gut, dann nehme ich sie doch mit. Macht zwar keinen Unterschied. Und ich glaube, das erste, was mir entgegenkommt, ist der Steingolem. Also wieder schön den Hammer auspacken. Und dann schauen wir doch mal. Guck mal, wer da hämmert. Oh, da ist ein Steingolem. Und wieder ist ein Steingolem. Oh mein Gott, hat er viele... Ich muss sehr schnell geschlagen, dann kann er nicht mich anzugreifen. Und ich habe recht. Er kam nicht dazu, mich anzugreifen. Hä? Herz eines Steingolems. Dieses Herz stammt aus den Überresten eines besiegten Steingolems. Es hat die Kraft, den Gegner durch die Luft zu schleudern. Interessant. Kann ich ihn benutzen? Nö. Schade. Mal gucken, was kommt als nächstes. Okay, Eisgolem. Alter, bitte Feuersturm.
Na? Okay, das hat er nicht gut vertraftet. Das freut mich aber. So. Oh. Stück als Eisgolems und Herz eines Herzgolems. Das Herz schon aus Überrest eines besiegten Stein-Eisgolems, die Kraft, den Gegner unter Eis erscheinen zu lassen. Okay. Jetzt brauche ich aber...